aus. Sehr schwach. Fehler von hier Penzkofer. Von Jonas Penzkofer. Bettler und Domi König. Schlechter Pass von Domi König. Ja, die Dingerfinger. So, jetzt schlecht. Da ist der Ausgleich. Ja, Wechselfehler von den Dingolfingern und der wurde gleich bestraft. Ja, Dingolfinger noch ein paar Probleme im eigenen Drittel. Und somit packt sich Max Ohr gleich ein Bayreuther. So, weiter geht's. Zweites Drittel EV Dingolfing gegen EHC Bayreuth. Kann sich hier gut behaupten. Und wieder klasse Parade des Bayreuther Goalies. Jetzt Dominik Schindelbeck. Wird da gehalten, ne? Ja. Wird vom Bayreuther gehalten, aber wieder nicht gepfiffen von den Unparteiischen. Starke Chance von Bayreuth. Die letzten Sekunden laufen. Puck im Netz und Dingolfing wieder komplett. Schon wieder Strafe gegen Dingolfing. Und jetzt die Chance. Und da verspringt der Puck leider. Jetzt Sucic. Und starker Schuss von Helmut Kössel. Kann ihn auch für sich gewinnen. Aber sehr schlechter Pass von Penzkofer. Jetzt die Chance. Wird wieder abgefälscht. Jetzt Jonas Penzkofer zu Michael. Und Schuss. Pfosten! Pfosten! Und jetzt kommt auch noch das Alu-Pech dazu. Letzte Minute läuft. Und das 2:1. Dominik Schindelbeck, geht doch! Endlich ist der Puck hinter der Linie. Und starke Parade von Hamburger. Spielstand im zweiten Drittel 2:1. So, und weiter geht's. Und das letzte Drittel in diesem Spiel. Und da fliegt gleich der erste Schläger. Jetzt Helmut Kössel mit dem Schuss. 3:1! Tor! Jan Herrmann! Helmut Kössel mit einem starken Schuss. Und Jan Herrmann mit dem Abpraller. So schnell kann es gehen. Ja, 25 Sekunden im dritten Drittel gespielt. Neuer Spielstand 3:1. Jan Herrmann wieder mal mit einem Tor. So, jetzt Petr Sulcik. Au! Klasse Chance hier. Und Hamburger wieder mit einem genialen Save. Klasse Parade von Christian Hamburger. Der war wichtig.
Ingolfing wieder mit einer guten Chance. Jetzt wieder Bayreuth mit dem Angriff. Mit Strafe gegen den EVD. Finden noch keine Lücke. Und wieder Strafe gegen Dingolfing. Ja, Max Ohr nimmt die 2 Minuten. Dingolfing jetzt zu dritt gegen 5 Bayreuther. Und Dingolfing bekommt den Puck aus dem Drittel. Und wieder sehr starker Schuss von Bayreuth. Dingolfing bekommt den Puck nicht raus. Und Christian Hamberger wieder mit einem starken Save. Ja, die Goalies heute auf beiden Seiten wieder. Wirklich mit Spitzenleistungen haben das Spiel dann für beide Mannschaften auch so spannend gehalten. Und wieder eine super Chance von Jonas Penzkofer. Ja, das jetzt Konter so, durch Schindelbeck. Wieder ein starker Save von dem Bayreuther Goalie. Die letzten 20 Sekunden stehen auf der Uhr. Tolle Stimmung hier in der Halle. Aber das Thema ist jetzt hier durch. Vielleicht nochmal Bayreuth. Nochmal mit einer Chance. Ja. Nein, das war's. Der EVD siegt hier mit 3:1 gegen EHC Bayreuth. Aus. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern. Den Bayreuthern wünschen wir eine gute Heimreise. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Danke fürs Zuschauen und Servus.